Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spiel. Big Ja, guten Boon gegen Tag. PK. Du bist noch nicht dran. Hallo, Oberst. No. Zeig hier, Ja. wer der Herr im Haus ist. Ich möchte mich bei allen Zuschauern hier entschuldigen bezüglich des ruden Verhaltens von Fnatic. Also er castet ja nicht immer mit, von daher. Gleicht sich das wieder aus, ja, genau. Jetzt zu Beginn, wo wir noch ein bisschen Zeit haben, da wollte ich auch mal fragen, Hostertaube. Du hier bei COH Overlord zu Gast, was ist das für ein Gefühl? Ruhe. Das fällt ja Ruhe. ein. Ruhe ist zu bevorzugen. Ein Link zum Turnierbaum wird da nachgefragt, den haben wir hier auch irgendwo. Link zu dem Livestream oder was? Nein, zum Turnierbaum. Ja, im Livestream oder wie? Oder Ja, wer mal fragt ich das? zu Ja, Big ja, Boon, ja, ja, ja. da passt doch. Ach, du schaust nebenher dann auch die Kommentare im Livestream. Das ist natürlich Ja. cool. Sehr schön. Ja. Fnatic kann sich das ja leisten. Hattest du den nicht mal irgendwo hier gepostet? Ich kann Hat den den doch theoretisch schon auch mal. nochmal posten. Müsste den auch unter Steuerung bei dem Zwischenspeicher haben. Ich bin jetzt einfach mal auf dem Desktop und poste Das den ist mal ganz ins hervorragend. Dingsbums rein. Ins TS. Und dann Ich kann ich glaube. den hier nehmen. Ah ja, Falkgelb. Ja. Haben wir schon. Übrigens zum Spiel. Der Amerikaner hat hier einen Rifle schon gebracht. Er Geht hat nach hier rechts die und sogenannte links. Baracke gebaut. Nein, das sind Baracken. Das ist wichtig. Ich muss mich korrigieren, ja, das ist ein Übersetzungsfehler, der eigentlich keiner ist, Das weil ist im Englischen. eine Baracken oder ein Baracken. Nein, die Sache ist, im Englischen heißt es wirklich Barracks, ja, aber im Deutschen Baracken, ich weiß nicht so richtig. Ja, stimmt. Ah ja. In der Tat. Ja, um das nochmal hervorzuheben. So, So. und ja, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Und was macht denn Big Boon? Und wieso macht er das überhaupt? Er captured, würde ich sagen. Das ist eine Tätigkeit, die vorwiegend im frühen Spielverlauf sehr große Bedeutung hat. Man captured insgeheim so lange, bis der erste Feindkontakt ansteht. A oder B, bis man seine Cap Order vollendet hat. Das macht man aus dem Grund, um Ressourcen zu bekommen, um die Frage Genau. des Warums Für noch zu alle, die jetzt klären. das erste Mal COH spielen, vielleicht eine ganz interessante Info. Und jetzt kommt's. Das wusste Hostertaube nämlich noch nicht. Jetzt, ja. Ja, 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 ich bin ja. gespannt, gespannt, ja. Weil wenn er jetzt nämlich hier den Punkt erobert, ne, dann wird da so eine Fahne hochgezogen. Und dann sieht Doch. man. Ja, das wusste ich doch. Das wusste Dann, ich. Und die Scheinwerfer gehen bei den Siegmarken nach das sieht man oben. durch den Ja. Nebel des Krieges hindurch. Wenn ich mich nicht täusche. Die Scheinwerfer gehen bei den Siegmarken nach oben. Ja, das Oh, ist. Big Boon ist hier ganz offensiv und oh, das ist ja eine Frechheit, was er sich erlaubt. Auf den Treibstoffpunkt, auf die Lebensader des Deutschen. Ja, Naja, und mehr da oder hat auch. weniger. Da ist das MG. Ja, da hat aber jemand seine Lebensader heftig verteidigt und da ist das Ja. Ganze. Schade, jetzt wollte ich mich auch schon beschweren, dass er keinen Draht gezogen hat und dass das natürlich vollkommen falsch ist und da hat er leider einen MG da stehen. Das ist echt ärgerlich. Da findet ich. Leben ist manchmal hart, ne? Immer wieder, jeden Tag aufs Neue eine Enttäuschung. Aber nicht, wenn ich da bin, also von daher. Ja, das ist Entschuldigung pur. Das macht alles wett. Ja, Wett wäre auch ganz gut. Dann muss es Ja, für Big Boon. wahrscheinlich eher tot für den Wäre Pionier. eher. Nee. Ich wäre aber enttäuscht, wenn PK Wett bringen würde, weil Wett wäre jetzt nicht gut. Aber es gucken, Nee. das hat aber ganz gut gemacht hier, Big Boon, nicht? Also er hat einfach seinen Rival vergessen und deshalb ist er jetzt in der Lage, wieder diesen 10er-Punkt zu cappen, wo plötzlich kein MG mehr ist. Ja, jetzt ist Doch, es wo es wieder jetzt da. wieder eins Schade. da ist, Das ist naja. natürlich ärgerlich. Aber den Punkt kriegt er noch erobert. Wenn nicht, dann Nee, macht das den Spiel kriegt keinen er Sinn. nicht mehr. Den kriegt er nicht mehr. Ich würde Komm, sagen, eine bei Flasche Alpecin. eine Flasche Alpecin, dass er noch bekommt? Ja! Ja! Nein! Es Wieder gibt dem Haarausfall. Mein gesamter Vorrat an Alpecin, das ist. So, ja, jetzt muss Big Boo natürlich hier aufgrund dieses Alpecin-Verlusts hier die Kirche besetzen und etwas defensiver agieren. Ja, Bringt da aber kommt noch auch einen schon. weiteren Riffelmann ran. Ja, der Ja, Alpecin-Verstärkung hier, der da. sogenannte Schütze. Da muss er jetzt. Kann der So. Schütze die Kirche schützen? Nö, der hat keine Lust, das Nö, ist der einfach kriegt blöd. gerade total zusammengeschossen in der Kirche. Weil da das Problem ist, nämlich die hat da nur ein Fenster Ja, und das ist richtig, doof. aber der kann doch vom Kirchturm aus schießen. Tut er aber nicht. Das Das macht ist nur nur der das kleine Sniper. Fenster davor und das kann nur Moment. Herr König. Ja, Moment. der Der König. kann in den Kirchturm. Ja.
Aber der Kirchturm hat gar keine Treppe, sehe ich gerade. Das ganze Haus hat nichts. Das ist einfach nur... Da ist nichts drin, außer so ein paar Kirchbänken und ein bisschen Dreck. Ja, immerhin sind Kirchbänke drin. Ja. Ja, das klingt so. Was jetzt ganz interessant ist, ja, Big Boon baut mal wieder ein Nachschublager. Das tut er immer. Meistens baut er dann nach irgendwas, was eigentlich keinen Sinn macht. Mal gucken, ob er jetzt ein T3 baut. Das muss aber Sinn machen. Kein Sinn wird WSC machen. Ja. Weiß nein, nicht, aber er baut, immer... baut jetzt T3 oder T4. Ja, ist logisch. Und er geht auf den 10er da oben. Komm, bau ein T3. Ich möchte ein T3. Ein T3 hatten wir noch nicht. Das wäre schön. Das wäre einfach auch von der Abwechslung. Ich kenne ein T4 ganz gut. Nee. Nein. Warum? Nein. T3, M8 und Mine, das finde ich gut. Weil er nur 16 Treibstoff reinbekommt. Ich würde mal gerne einen Half-Track mit einem Flak sehen. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das ist, weil das scheiße ist. Aber ihr könnt einen nein. bauen, in die Basis fahren und die sprengen. Das wäre ja lustig. Das ist auch, das habe ich mal gemacht. Und dann ist der Half-Track mit Mine gefahren und das war's dann. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Mhm. Ja, jetzt hat er sich für gar nichts entschieden. Doch, er braucht einen Außenposten. Das ist auch interessant. Da muss er wohl ein bisschen Manpower übrig haben. Das heißt, von... auf Deutsch, er will auf T4 gehen, würde ich mal behaupten. Diese Möglichkeit bestünde, ja. Unter Umständen. Unter Vorbehalt. Hat er aber da qualitativ hochwertig gedrahtet, der Deutsche. Jo. Oh, ja. Da ist nichts zu machen. Ja, da das muss er auch umgehen. Deutsche Elite-Drahte. Da kann man auch so lange, wie man will, draufschießen. Geht nicht kaputt. Muss er drumherum laufen. Schlimm eigentlich. Wenn da jetzt eine Mine liegt, dann kann ich nur sagen, well done. Der Deutsche Draht overpowered, was meint ihr? Mm, auf jeden Fall, der ist stärker als der amerikanische. Also, ja. Das ist... Er hat einen so ein Reißdrahtteil mehr. Ja, auf jeden Fall, das ist... Ein Stachel das ist mehr. Wichtig. Wenn der ins Auge geht... da liegt wirklich eine Mine. Ich sag, well done. Ja, und da ertrinkt er noch, nachdem er tot ist. Das ist ärgerlich. Genau, jetzt... Kann aber vorkommen. Jetzt rutscht er aus mit dem Gesicht dann voll auf den Stein oder was das? Nein, ist ja alles schon vorgekommen. Normalerweise, ne? Da ist er ziemlich rutschig eigentlich. Das wir haben auch schon Scharfschützen gesehen, die ausgerutscht sind, dabei die Granate abgezogen haben, die ist dann explodiert, der Splitter hat ihn Zeh abgerissen, der direkt ins Gehirn, das kann halt auch vorkommen. Oh, Gehirn, das ist der Zeh. Aber eher unwahrscheinlich. Combined Pech ist es dann. Jetzt geht er da in das sogenannte Haus, was auch bloß wieder ein Fenster hat. Ja. Aber stell ich mir die Frage, warum geht er nicht ins Dachfenster, ja? Weil es keins gibt. Doch, da gibt es ein Dachfenster, so ein kleines. Ja, aber da das ist das ja. Dach. Na, da gibt's aber, du musst in das Haus reingucken, ja, das ist ja realistisch und da gibt's keine Treppe. Auf der anderen Seite gibt's auch keine Türen, dass er überhaupt da hinkommen könnte, aber das steht auf dem anderen Blatt. Es gibt auch keine, das stimmt. Aber, jetzt hier Big Boon hier und der muss jetzt hier ein bisschen was machen. Da muss jetzt hier. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, ist die deutsche Übermacht im Zentrum. Oh, der flamet da ganz vorzüglich. Oh! Und rennt da direkt aus dem Haus in die Mine. Mit Gott in die Mine. So hat das könnte sich sogar einen Unit-Kill geben. Da wird es auch versucht, das sieht gut aus. Aber nicht. Der schöne Flamer. Und vielleicht sogar noch einen anderen Pionier. Wie sieht das aus? Rote Deckung. Und nichts. Hey, das aber war knapp. Zu schön. Aber sehr knapp. Aber einen Flammenwerfer weniger, das ist wichtig, das ist teuer, das macht keinen Spaß und... Mhm. 50 Munition. Unschön. Das ist unschön. Unschön. Ich würde jetzt hier mit dem Flammenwerfer vielleicht nicht gegen die gesamte deutsche Armee laufen. Es wäre eventuell angeraten, hier den Kampfpunkt zu cappen. Da hat der Deutsche doch schon vorgesorgt und Draht gelegt, also das passt doch. Da hat er sich selbst effektiv ausgeschlossen. Ist aber auch schön. Genau. Der Punkt ist halt, wenn Big Boon sich jetzt tatsächlich entscheidet, T4 zu gehen, dann könnte er sich bei der Gelegenheit auch ordentlich selber in den Kopf schießen, denn dass was der kommt Gegner hier T2 Pionier. Geht, ist ja immer nicht ganz unwahrscheinlich. Nö. Und wenn da nichts auf dem Feld ist, dann wär's cool. Müssen wir schauen, aber vielleicht hat er ja dann schon Artillerie, kann die Pack ausschalten, dann klappt's wieder, müssen wir mal schauen. Eventuell gibt's auch wieder Granaten, macht er ja gern. Ja, aber auf den 4-Mann-Trupp würde ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, wobei... Nee, das muss er gar nicht, dann kann er das stehen lassen. So. Ja, jetzt ist irgendwie gerade Ruhe auf dem Schlachtfeld eingekehrt, so wie das ausschaut. Nein, da ist noch das MG. Also muss ja sagen, er hat hier wirklich sehr, sehr viel Grad gelegt. Da ist ja kaum ein Traum unerfüllt geblieben. Er könnte die einzelnen Grabsteine noch einmauern. Allerdings hat er hier einen Fehler gemacht. Da rechts von dem Siegpunkt, da kann man meiner Meinung nach noch in die Deckung reingehen. So wie das aussieht. Ja, richtig, denke ich nämlich auch. Das ist ja eigentlich deutscher Draht, aber kein deutscher Drahter wahrscheinlich gewesen. Ja. Das ist also keine Wertarbeit. Aber von der Sache her, trotz des Pionierflammenwerfers. T4 geht hoch. Ja.
Na, ob das so gut ist. Trotz dieses Verlustes hat er sich jetzt allerdings wiederum in der Mitte durchsetzen können und bekommt jetzt den Treibstoffpunkt, bekommt jetzt den Munitionspunkt, vielleicht sogar den Zehnerpunkt hier in der Basis. Sieht ja, doch ganz gut aus. Ich denke aber, das wäre so temporär nur, weil der Deutsche sich da gerade irgendwie zurückgezogen hat. Ja, aber es ist halt immer, wenn er das tut, dann muss er sich halt erst wieder aufbauen, nicht? Und ja, das möchte man auch erstmal so schaffen. Dann muss er wieder an die Front laufen. In der Tat. Jetzt sieht man aber auch, dass es doch ganz gut ist, wenn man diesen Kontrollpunkt hier hat. Dann gibt es nämlich hinten die 16 Munition gerade mal nicht. Stimmt. Und das MG ist da auch eher kontraproduktiv. Ja, das ist jetzt auch wieder weg. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt steht. Oh, da kommt der Pionier mit Flamer, heldenhaft. Ich glaube nicht, dass das so eine sonderlich gute Idee ist mit dem Pionier. Das kann sogar, ja gut, mit dem Leben ist nicht mehr so ganz weit her. Ah, na gut, da hat er dann auch den Flamer verloren. Und auch wenn das Big Boon nicht so ganz mitbekommen hat, hat's noch gereicht. Oh, ja, was und kommt wir stellen, da? Ein Half-Track ist gekommen. Ja, damit stellen wir auch fest, T2 ist am Start. Genau. Und das ist scheiße für das T4. Ah ja. Und da wird auch immer noch nicht so wirklich viel gebaut bisher. Mhm. Oh, hat sich wahrscheinlich Granate gedacht, dass... Oh, die fliegt aber weit, die Granate, mein Lieber, Mann. Ja. Geht ja, weit! Im Schlag bei Weitwurf war er ganz vorne in der Schule. Ja, da hat extra geht. Olympische Spiele 36 in Berlin. Ganz vorne dabei. Waren die 34? 36 waren die. Okay. Das weiß ich, weil er bei Hearts of Iron so ein schönes Event kommt. Ah, ja. Also so rein gefühlt müsste Big Boon eigentlich einen Arsch voll Manpower haben und auch jede Menge Treibstoff. Ich frage mich gerade ein bisschen, warum er noch nicht tackt. Warum da aber keine Fahrzeuge kommt. Was? Aus dem T4 kommt aus dem was? T4 kommt jetzt bestimmt ein M4 Sherman, alles andere wäre Schwachsinn. Ja, oder ein Crocodile. Crocodile wäre cool. Ich wäre sehr für ein Crocodile, zumal er ja auch schon Welt 1 hat. Ja. Dann könnte Welt 2 zumindest eine Option sein und das macht Spaß mit Crocodile. Heal wäre auch ganz gut. Und es was kommt halt ein M4 Crocodile. Kann er gar nicht sein, wieso baut der Croc? Der baut sonst nie ein Crocodile. Der hört uns halt, der hört mich halt. Das ist eine spirituelle Verbindung, eine Gedankenübertragung. Spirituelle, wenn ich das schon höre. Eigentlich, anstatt auf der Straße zu fahren, fährt er einfach mal mitten drüber die Mauer. Das ist unnötige Deckung, das ist... Apropos unnötig, zum Beispiel Pionier, auch unnötig. Ah ja. Das stimmt. Die schmerzverzerrten Gesichter der halbtoten Pioniere. Versucht er wahrscheinlich wieder in die Basis zu fahren. Und das Frage ist, hat er schon eine Doktrin gewählt? Wenn er Impfdoktrin hat, er dürfte ja durchaus, also der hat immer mindestens 250, 300 Munition, dann geht das ganz gut. Jetzt dreht er auf 180 Grad. Ja, fährt erstmal wieder in die andere Richtung. Das war der Anblick der eigenen Truppen war dann zu gefährlich. Tankdog von mir aus kann er ja ausspielen, aber bitte auf die Calliope, bitte nicht auf den Pershing. Warum? Ja, jetzt schön den Draht. Weil die besser ist. Oh, da ist schon ein Grenadier mit Pershing. Weiß nicht. Weil Pershing ist nicht so gut gegen Infanterie. Geht. Übrigens, das Heal ist es gebaut, also die Sanitätsstation. So, aber das mit dem Wett 2 passt doch ganz gut. Ich würde mich ja auch über diesen wunderschönen Bulldozer-Schaufel freuen, die einfach mal 15% mehr Leben gibt. Echt? Ach, gibt ihr mehr Leben? Ja. Echt? Man kann natürlich auch sich in den zurückziehenden Truppen verhaken und den M4 dabei verlieren. Das wäre auch in Ordnung. Aber ich am besten finde ich nicht als gute Option. Der M4 Sherman mit dieser Minenschaufel, der ist nämlich gegen Infanterie dann ein ganzes Stück besser. Das finde ich richtig cool. Hab ich einmal gespielt, der schnetzelt alles weg, der Mähdrescher. Sherman, na ich weiß nicht genau, so richtig. Genau, wie so ein Mähdrescher geht er durch die Infanterie. Ja, allerdings bewegt er sich auch mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 0,4 km/h pro Jahr und das ist dann relativ einfach. Moment, da muss ich widersprechen, km/h bedeutet ja Kilometer pro Stunde und das dann pro Jahr, also das funktioniert jetzt physikalisch nicht mehr. Du hast es erkannt. Das war nur eine Testfrage von Fnatic hier. Naja. Weiß nicht, was er da mit seiner Billig-Infanterie gegen die W2-Leute machen will, das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Ja, Waffen-Support-Dingens für hier T2 WST wäre ganz gut. Oder einfach eine Granate. Nein. Oder einfach zwei Flamer an die Front bewegen. Jetzt hat er ja dreimal Flamer, also einmal Panzer mit Flamer und zweimal Flamer. Ja, ultimative Flamer-Power. Und er kann sich sogar hinter dem Haus verstecken.
Oh, das sieht mir doch nach Tankdog aus. Und auf die falsche Seite. Boah. Ah, die richtige Seite. Die M26 oh. Pershing-Seite. Ja gut, Motorschaden, das ist ja. Oh, da kommt die Pack. Panzerabwehrkanone, die 50mm, die sich tarnen kann. Sind das 50mm bloß? Ja, steht sogar dran, wenn man sie anklickt. Millimeter Pack 38. Ich kenne sie bloß als Pack 38. Tja. Oh, jetzt müssen wir uns hier hinter das Haus retten, wäre ganz gut. Auf der anderen Seite vielleicht. Oh, Full Unit Kill. Das war's. Oh, da ist, noch, ist ja noch. Der Grenadier drauf. Das gegangen. Waren zwei Panzergrenadiere mit Schrecks, das war teuer. Nee, das ist hervorragend für Big Boom. Das waren zwei, auf der rechten Seite war nochmal einer. Nee, das war derselbe Trupp. Nimmt ja noch die Pack auseinander und dann ist sozusagen Panzerabwehr eigentlich kaum noch vorhanden. Ja, dann haben wir nur noch einen Schrecktrupp, das ist ein bisschen dünn gegen so einen M4. Also da ist noch eine Pack. Aber warum ist die noch da? Warum fällt die nicht weg? Was ist da los? Das ist doch hervorragend für den Sherman. Aber irgendwie scheint mir die Wehrmacht irgendwie unerschöpfbare Ressourcen zu haben, was da... Die fährt natürlich jetzt schön rein, die Pack, ist natürlich klar. Vor allem schön, dass die andere Pack wegfährt, ist ganz lustig. An vorderster Front. Also ich würde jetzt mit der einen Pack die andere attackieren. Ja, ja, das ist ja, und das ist genau der Grund, warum du immer verlierst. Ruhe! Oh, der Sherman wagt sich da ein bisschen weit vor. Obwohl, das passt alles, ist alles genau durchkalkuliert. Lähmt der jetzt eigentlich in der Sherman? Das ist mir jetzt gerade nicht so ersichtlich. Auf dem Volkskrenadier. Naja. Richtig. Hat jetzt aber nicht so viel gebracht irgendwie. Na, der hat ja auch keinen. Oh, da ist der nächste Sherman, und zwar der normale Sherman. Das ist ja langweilig, ich hätte jetzt gern noch so einen gesehen, weil das so gut funktioniert hat. Ah, ich glaube, das ist dann auch nicht das Mittel der Wahl. So, und da ist die Panzerabwehrkanone, aber nicht mehr lange. Und das Hauptwerk ist auch nicht mehr lange da. Nee, aber das hat bisher ohnehin noch nicht so viel gemacht. Nee. Das war eher passiv, um die Truppen da zu enforcen. War eher primär da. Ja, und da ist die Pack auch schon weg. Aber wenn ich das richtig sehe, sind da zwei Panzerschrecks für den W2-Trupp im Haus. Oder ist es nur eine? Muss ich gerade mal nachschauen. Ah, da hat er wieder die Reparaturfähigkeit eingesetzt. Nicht. Ja. Eine. Das ist nur eine, stimmt. Oh, Wahnsinn hier mit den zwei Stürmen, da tut er alles weghauen. Oh. Das funktioniert tatsächlich gut. Da kann man im Grunde auch gar nicht so viel dazu sagen. Ja, das stimmt. Die bewegen sich fast gleichmäßig über das Schlachtfeld. Ja, also die Einheit. Symmetrisch. Gemeinsam. Oh. Nein! Jetzt hat er Motorschaden. Ist das für ein Riesenblob, den der Deutsche da hat? Ja, das ist hier MG for the win. Oh, Wett 1 für den M4 Sherman. Das sieht man auch gerne. Der Brock hat noch keinen Wett, das wundert mich ein bisschen. Ja, der hat fast noch keine Kills. 4 Kills ist. Was? 9 Häuser getötet bei euch auch? Na, das ist. Was ist das? Gute Frage. Ja, das ist, glaube ich, ein Bug. Das kann echt nicht sein. Vielleicht 9 Büsche zerstört oder so, keine Ahnung. Naja. Jetzt wütet er aber ganz schön schon hier in der Basis. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange für den Deutschen noch gut geht. Nee, wie will er sich da verteidigen? Nicht. Vielleicht mit der Pack? Kann es damit was werden? Naja, der Sherman sollte noch rauskommen, wie ich das ja so richtig sehe. Ja, definitiv. Und jetzt hat er aber auch keine Gebiete mehr, der Deutsche. Seine Infanterie ist stark dezimiert und jetzt heißt es irgendwie, ja, wie kann es noch rumreißen? Ja. Entweder er müsste jetzt noch fleißig cappen, aber da steht so ziemlich an dem einen Ausgang von seiner Basis alles zu mit amerikanischen Einheiten. Er könnte jetzt höchstens über die linke Seite noch versuchen vorzupreschen. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich da jetzt noch sehe. Definitiv ohne Mine wird gelegt, das finde ich immer schön. So, und dann schauen wir mal. Der hat jetzt erstmal genug zu reparieren. Heal ist auch da. Man weiß wie lange, keine Ahnung. Und der Sherman greift über links an. Ja gut, dann wird wahrscheinlich die Möglichkeit da auch noch genommen, ja. Übrigens der dritte Sherman. Ja, richtig. Und auch mit MG abgegradet.
Ja, das denke ich mal gar nicht so verkehrt. Und dass das heldenhafte Half-Track hier im Namen. Da steht aber auch 20 Panzerabwehr. Oh, aber der geht zwei gleich davon. Mal zwei Packs, doppelt hält besser. Der sollte draufgehen. Also der müsste es eigentlich nicht mehr schaffen. Der darf es eigentlich nicht mehr schaffen. Ja, das war vielleicht etwas optimistisch. Oh. Ja, finde ich gut, dass der Wehrmachtspieler auch mal einen Sherman kriegt. Das gibt ihm moralisch etwas Auftrieb. Hoffen wir zumindest. Und steigert die Spielspannung. Oh, Forward Barracks hier, da. Das ist cool. Das ist richtig stark von Big Boon. Was ist da stark auf den Button zu klicken und 260 Manpower auszugeben? Die Idee dahinter, die Überlegung, die dahinter steckt. Wenn es nicht wahllos Zufall war, dann ist es doch. Sich vorne einzubunkern, okay. Naja. Ja, also in der Spielsituation doch nicht schlecht. Vor allem sich so vor der deutschen Basis da aufzustellen. Weiß auch nicht, was er da mit seinen Schützen machen will. Das ist, der wirkt mir da etwas deplatziert links. Ach was. Das aber ist so eine Ablenkung hier. Da kommt der Krog. Naja, der kriegt da weiß. Ob das jetzt so eine schlaue Idee ist, ja, eher nicht, ne? Ja, da floss die gesamte Geisteskraft hier in die Entscheidung des HQs hier, des Forward HQs. Ist kein Platz mehr für den Rest. Blamed der Krog eigentlich aus dem kleinen oder aus dem großen Rohr? Dem großen. Das kleine ist ein MG. Das ist ein MG? Das schießt aber nicht richtig. Doch. Aber, ja klar. Das hat aber genauso viel Damage wie das vom normalen Schirm, nämlich gar keins. So ungefähr, ja. Also es hat einen, aber er ist so minimal. Sieht halt schön aus. Wieso ist das MG so lang? Abschreckung. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, wie viele Shermans sind jetzt noch auf dem Schlachtfeld? Zwei immer noch. Kein nachgebaut, aber... So. Es ist ein WSC gebaut übrigens und es kommt gleichzeitig aus dem Nachschublager und aus dem WSC kommt was raus. Also Weapon Support Upgrade 1 ist ausgegeben, sprich mehr Manpower. Das wird jetzt sicherlich irgendein Sniper sein, denke ich mal. Ja, das könnte durchaus sein. Da wird sich sicherlich dem Pax etwas entledigen wollen. Oder ein Mercer, der dann irgendwie in der Stellung vorne. Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Und ich es ist ein Sniper. Sniper, ja. Weil das irgendwie so die typische WSC-Waffe ist, der Sniper. Das stimmt. Allerdings. Ja, es fährt der Krog hier auch noch vor. Und ein deutsches, ein deutscher Pack wurde gesichert und damit ist auch der Base-Zugang abgesichert. Und die zweite Pack ist auch besetzt. Ah, also hier ist schon klar, warum. So langsam kommen wir dann doch an den Punkt, wo eventuell ein bisschen die Artillerie fehlt. Oh, der Sherman wird noch repariert, obwohl er schon tot ist. Ja, also da ist jetzt der zweite von drei Shermans draufgegangen und dann... Gut, da hat sich jetzt ja auch eine zweite Pack gekrallt. Nein, da kommt der dritte Sherman und der muss jetzt zurück, sonst war's das. Ja, gut, aber der wird hoffentlich überleben. Naja, bleibt jetzt erstmal stehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Auf jeden Fall verheizt ja Big Boon einen Sherman nach dem anderen. Ja, das stimmt. Aber jetzt bleibt er wieder stehen, jetzt fängt es sich noch. Also wenn er so weitermacht, dann verliert er den noch. Obwohl... Könnte ein guter... Nö. Nö, das ist könnte ein guter VP-Sieg werden. Aber da kommt die Pack wird rangeholt, das müsst ihr auch gesehen haben. Ja, das ist er fährt jetzt auch schön zurück hier hinten über die... Hecken. Oder werden die Schützen dezimiert von... Ja, also die Schützen, die haben so ziemlich gar nichts gegen die Infanterie auszusetzen. Naja, das sieht auch die deutsche Pack, die geklaut wurde. Aber die Schützen kommen zur Unterstützung. Wenn sie wenigstens mal eine Nade oder sowas hätten. Ja. Aber die haben ja gar nichts. Die haben wirklich null. Ja, aber immerhin hat er einen Scharfschützen. Oh, zwei Scharfschützen hat er. Ich muss mich korrigieren. Was auch ganz gut ist, aber da muss er aufpassen, dass er die noch ein bisschen behält. Ja. Ja, das könnte man so sagen. Macht er aber ganz gut. Ja, da hat er sie schön aus dem Haus nach hinten heraus bewegt. So. Oh, da kommt der. Ah, die Packs, die sind irgendwie allgegenwärtig hier. Der M4 macht Sherman. PK ganz gut, dass er da die Packs überall hat. Ja, der Half-Track wieder da, wird jetzt mit dem MG bemannt sozusagen und gepinnt, der erste Rifle. Oh, oh, oh. Anderer steht in grüner Deckung, da dürfte das nicht so schnell gelingen. Stimmt.
So, Tja. also der Big Boon, der bräuchte jetzt irgendwie mal eine Maßnahme, hat jetzt auch zwei Sniper wieder an die Front geholt oder die zwei Sniper wieder an die Front geholt. Er hat mittlerweile so ziemlich alles an Gebäuden, was man so bauen kann, außer das T3. Oh, ne Mine. Aber die Und macht nicht allzu viel Schaden. bin ich mal gespannt, ob er da irgendwie was machen kann. Ich meine, die Vielfalt hat er jetzt, die er nutzen kann. Was fehlt, ist wirklich Artillerie. Da fehlt eben der rechte Zweig. Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, was PK jetzt noch bringt. Ob jetzt irgendwie ein T3 kommt oder vielleicht sogar ein T4 oder so. Ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt. Und jetzt hier der amerikanische Blob, anfällig für Artillerie, aber es scheint ja keine zu geben. Gut, dass die Houston im Spiel ist und leckt. Naja, als Propaganda wäre doch mal cool. Da würde ich mich freuen. Oh, Ah, da wir kommt sehen der einen Stuck Stuck, 4. also wir sehen T3. Und der Sniper, der ist hier. Ja, Oh, ich denke mal irgendwie jetzt. die versammelte Big Boonsche Armee steht hier vor dem Haus und kann gerade überhaupt nichts machen, weil die Pack irgendwie fehlt, denn die ist just in dem Moment, wo ich das gesagt habe, eingetroffen. Weiß nicht, ist Fnatic noch da? Der hat so die letzten 10 Minuten gar nichts mehr erzählt. Ich höre euch so gerne zu, ihr macht es schon so schön. Dankeschön. Oh, da kommt der Volksgrenadier an die Front und Houston leckt wieder. Ach, das ist wirklich hervorragend. Teilweise Ja, bisher das ja ist immer echt das gut Risiko, wenn man geklappt mit hat. so vielen Leuten in das Spiel reingeht, ne? Ja, gerade in diesen entscheidenden Micro-Kämpfen. Ja, das ist hier ein Blob gegen einzelne Infanteristen. Er hatte Unterstützung von der Houston. Ausgang ungewiss. Ach, ich würde jetzt mich freuen, wenn das Spiel flüssiger laufen würde. Aber mir leckt es jetzt gar nicht, muss ich sagen. Ja gut, jetzt war So, wieder. Bisschen. So ab und zu mal. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Wie viele Packs hier das Haus Ja, in also bei Beschuss mir nehmen. steht's gerade komplett. Ja, bei mir auch. So, ich Ja, glaube, die das wäre Houston. jetzt sehr ungünstig, wenn das Spiel abgebrochen werden muss an dieser Stelle. Ja, da kommt ja auch dreimal Danke. Da freuen sich alle, wenn Houston rausgeht, damit es nicht mehr leckt. Und es Und geht es weiter, euer läuft Leck. butterweich. Sehr schön. Und der Stuck. Oh, der Sniper ist ein bisschen sehr offensiv. Oh, Und da da hat er sich stürzt aber das genau Haus richtig aus zusammen. dem Haus zurückgezogen, ne? Ja, und ich glaube, die Na, na, Browning na. Automatic Rifles sind auch eingetroffen, aber so richtig was können die jetzt Oh. auch nicht mehr reißen. Naja, die haben immerhin den Na. Sniper beschützt. Und was man ja auch nicht Oh. vergessen darf, er hat hier mal wieder eine deutsche Pack geklaut, wie schon in der ersten Runde. Die tut auch wieder ihren Job, wie man sieht. Ja. Übrigens, zwei Stucks. Guck Der dir eine das Stuck ist an. gleich tot. Da hätte er den 3%. fast noch bekommen, aber leider noch fast. Ja. Wäre Da natürlich jetzt ein schöner Verlust gewesen. fahren nur noch die Ketten umher. Oh, und da ist tatsächlich die Propaganda. Ist ja Sehr schön. lustig. Hat er die Ja. eben auch schon? Ich hab's gar nicht gesehen. Nö, ich auch nicht. Tja, dann könnte irgendwann auch mal Feuersturm kommen Ja, oder und das so. wäre ja eher ein Tiger, was viel schlimmer wäre. So Königstiger, das ganz. wäre natürlich mal schön. Oh, der Sherman. Wäre doch mal ein Ja, Bollwerk. gegen Wie die viele Packs hat er Packwand. denn da? Eine Zwei. nur? Zwei. Gut, man muss natürlich sagen, er liest halt das Spiel, ne? Wenn der Big Boon nur Panzer baut, dann baut er nur Packs und da er ja auf den Pershing-Zweig gegangen ist, hat er auch keine Artillerie. Macht also viel Sinn. Das stimmt. Ich Ja, bin echt mal aber ich gespannt. glaube, er wird jetzt nicht weiter auf den Pershing-Zweig gehen, sondern eher in die andere Richtung. Ja, wird man ja sehen. Aber jetzt würde ich mal Nebelwerfer cool finden. Das wäre definitiv mal was Cooles. Aber nicht so für Big Boon, denke ich mal. Nee, das nicht. Aber siegpunktetechnisch sieht es ja mal exzellent aus. Und der Sniper Ja, das stimmt. schützt. Aber Ja. jetzt ist nämlich da die rechte Seite völlig frei und das macht sich jetzt, wie man sieht, der Deutsche auch zunutze. Ja. Also von daher gesehen, ja, der Big Boon ist jetzt ja komplett auf der linken. Ja, Zack, sieht die gut Mine aus. ausgelöst auf der rechten Seite. Ach so, da, der Krater. Ja. Oh, ja. Und unten wird die Siegpunkte werden jetzt gecapped, also da bemerkt PK zumindest, dass es langsam Ja, also das bergab habe ich ja jetzt hier schon so ein bisschen vorausgesagt, dass das dann eintritt. Was heißt vorausgesagt? Das war eigentlich die logische Konsequenz. geht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da der Level 0, der Veteran Level 0 Rifle so ausrichten kann gegen die deutsche Elitärinfanterie. Ja, ich denke mal, gegen den MP40 hat er da nicht allzu viele Chancen.
So, und jetzt kann er sich die Packs holen. Wunderbar. Oh, bei mir fährt eine Pack ohne die eine, die rollt und rollt und rollt. Das ist auch... Die rutscht bloß. Was ist das? Das ist das Tolle an der Steam-Version. Einfach noch den, hat noch den Schub, der, als der letzte Soldat gestorben ist, hat er den noch angeschubt und dann rollt er noch weiter und... Ja, aber das gab's auch schon früher. Das hat jetzt, glaube ich, wenig gab's schon früher, das, ja. Das hat jetzt nichts mit der Version zu tun. Das kann man sogar exploiten. Hm. Ex was? Ausnutzen. Bewusst herbeiführen. Übrigens, da habe ich mal einen Bug gehabt, dass ein MG, irgendwie retreated ist, es hat noch einen Mann gehabt, kein HP, und es stand dann in der Base und ich konnte es nicht bewegen. Ach, übrigens, seine Nebelwerfer sind jetzt ja im vollen Einsatz. Ach ja, endlich. Ach, übrigens, der Pershing ist jetzt im Einsatz. Der M26 Pershing Hauptkampfpanzer. Nein, das ist nur ein einziger, also kein Hauptkampfpanzer. Bei mir ist es immer der Hauptkampfpanzer, der einzig wahre. Und er wird auch immer der Hauptkampfpanzer bleiben. Ne? Ja, richtig. Ja, der einzig wahre. Ah, jetzt verliert Big Buna seine geklaute Pack. Ja, ich denke auch die Flamer sollte mal zurückziehen und den Scharfschützen. Ah, der Sniper, der kann sich da wenigstens noch gut rausretten durch die Deckung der Flamer. Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel, gefällt mir sehr gut. Ja, auch wenn Big Buna jetzt hier den klassisch gehandelten Auswahlviereckblock benutzt, um der Masse an Infanterie herzuwerden. Sagen wir mal so, er kann es sich leisten. Ja. Ja gut, und jetzt sehen wir den M26 Pershing, wie er mit vollem Einsatz noch besser, er hat jetzt sogar die Möglichkeit hier 4 Packs zu klauen. Mhm, und Repair sogar, der wird noch repariert, der M26. Ja. Zack, der penetriert und wenigstens ordentlich gegen den Stuck. Ja, und der Stuck, der hat's bald hinter sich. Jetzt, ja, in diesem war's. Moment. Oh, warum hat er das Scharfschütze halt Wetter bekommen? Wie lustig ist das denn? Also nein, stimmt auch gerade, er steht gerade an aller vordersten netterweise schickt BK ihn hier zurück. Ja, gut, dass er den Scharfschützen zurückgezogen hat. Also bevor nett, dass BK hier vergisst, für Big Boon die Einheiten zurückzieht. Bevor Big Boon vergisst, seine Einheiten zurückzuziehen, da schicke ich die noch lieber zurück. Definitiv. Ja, die Reparaturfähigkeit, sie wirkt immer noch. Und der hier Stuck kann der M26 tot. Pershing aus dem das Vollen schöpfen. Oder auch nicht. Also ja, richtig überfahren kann er jetzt ja nicht, ne? Wett 3 für den MG. Oh, und da kommt das GG, ja, nicht ganz unerwartet. Sagen, der Pershing hat ihn demoralisiert. Mhm. Könnte auch sein, dass es daran liegt, dass er quasi keine Einheiten mehr übrig hat. Aber das ist auch ein Ort. Ja, und beide Schicks verloren. So, ich gehe jetzt auch raus. Ich auch. Und schon wieder eine Niederlage. 31 Minuten, das war nicht ganz so lang wie das erste Spiel, aber naja, ich fand das erste ein bisschen besser irgendwie. Ach, shit, war's ganz gut hier. Naja, aber das Finale war. Pershing war da, was gibt's Besseres? Pershing. Ja, Hauptsache der Pershing ist da. Dann ist nein, also ich fand's wirklich ganz gut, weil. Aber tatsächlich hat man dir den Gefallen getan, ne? Ja, das ist sehr freundlich. In beiden Spielen sogar, das ist echt der Hammer, du. Nein, Big Boon, der war ja so früh schon so führend und da dachte ich eigentlich, das Spiel war da vorbei. Aber dann hat der Wehrmachtler nochmal so schön zurückschlagen können, dass das Spiel doch noch spannend geworden ist. Da hat Big Boon im Prinzip voll aus dem Konzept gebracht. Ja. Sodass man also sagen kann, ich fand's ganz gut. Ja, es war jetzt nicht einseitig, ganz im Gegenteil. Ja, das stimmt, das ist beiden Seiten was kaputt gegangen. Aber wie hier jetzt auch im Stream angemerkt wird, das ist schon schade. Es wäre schön gewesen, hätte er noch wenigstens den Pershing vernichtet. Ja, also, das ist... Dazu möchte ich mich nicht äußern. Das letzte Aufräumen der deutschen Armee. Einwürfe, die ich nicht kommentiere. Aber akzeptiere. Sehr schön. Gutes Spiel. Sehr gut. Ja, gutes Spiel. Damit hätten wir das